Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Final Fantasy 14 Arena Reborn. Ich hoffe, es hat jetzt alles aufgenommen. Ja, und zwar habe ich mich dann doch nochmal entschieden, nochmal hier reinzugucken. Und zwar komplett von vorne als eine neue Klasse. Wir nehmen dann, ich weiß noch nicht genau, welche Klasse wir nehmen. Das werden wir jetzt gleich herausfinden. Ich werde euch jetzt erstmal die Eröffnungssequenz zeigen und danach werden wir gucken, dass wir in der ersten Folge erstmal nur die Charaktererstellung inklusive Intro vollziehen. Und ich halte jetzt die Klappe und zeige euch die Eröffnungssequenz. Der Planet Heidelin. Von saftigem Grün bewachsen und vom Urkristall beseelt. Ihm verdanken alle Wesen die schier unendliche Fülle an Gaben der Natur. Im Westen des größten Kontinents liegt Eorzea, das von den Göttern geliebte Land. Der Kristall ließ es erblühen und große Zivilisationen hinterließen ihre Spuren, die in glückseligen Zeitaltern des Lichts erglänzten. Doch jedes Mal verging, was ewig Bestand zu haben schien. Im Jahr 1572, im sechsten, letzten Zeitalter des Lichts, kam es auf der Kartenoer Heide zu einer erbitterten Schlacht. Dort die Galliar, die den Kontinent einzunehmen suchten. Und hier die Streitkräfte der drei Stadtstaaten, vereint zur Eorzeischen Allianz. Doch der wahre Gegner war Dalamut, der Mut, der galliischer Kontrolle entglitten, zu Boden fuhr. Er war der Kerker eines Gottes, Bahamut, dessen Zorn sich nun auf alles entfesselte, was sich ihm bot. Die siebte Katastrophe war da. Fünf Jahre sind seither ins Land gezogen. Noch trägt das Land die Narben des Unglücks und die Trauer sitzt tief. Dennoch lebt die Hoffnung in dieser Welt, die das Unglück mit Gefahren und Rätseln belohnt. Eorzea ist auferstanden. Schreitet in das siebte Zeitalter des Lichts. Neu ist die Welt auch für diesen Abenteurer. Das Glück sei mit ihm. Und der Urkristall möge ihn leiten. Ja, das war die Eröffnungssequenz von Final Fantasy XIV Realm Reborn, was wir im letzten Test ja ausgelassen haben. Und wir werden auch ein Spiel starten. Eigentlich müsste ich das jetzt verdecken, aber da scheiße ich drauf. Ja, ihr seht ja die Charaktere, die ich momentan spiele. Und der höchste ist halt momentan Level 11 Druide. Stimmt nicht ganz, weil ich bin mittlerweile schon dabei, die zweite Klasse am Level. Ich habe einen 30er Gladiator, das ist der hier. Und wir hatten im letzten Test einen Paladin gesehen. Und um Paladin zu spielen, muss ich einen Level 30 Gladiator und einen Level 15 Druiden haben. Da bin ich jetzt mittlerweile bei Level 11. Und habe fast den
Paladin. Ja, da bin ich mal drauf gespannt, wie das da funktioniert. Aber das werden wir im Let's Play auch noch erfahren. Und ich gehe jetzt schon mal davon aus, es wird ein weitaus längeres Let's Play als World of Warcraft. Und ich nehme jetzt, wie gesagt, gerade erstmal nur die Charaktererstellung auf für das Let's Play und werde, sobald World of Warcraft zu Ende ist, mit dem hier anfangen. Ich wollte jetzt nur schon mal das vorwegnehmen, weil das nimmt schon mal fast ein bisschen was in Kauf und es dauert eigentlich auch was länger. Normalerweise hat man am Anfang auch noch eine andere Sequenz, da müsste man drauf warten und das lasse ich jetzt erstmal sein. Die werde ich vielleicht irgendwann mal zwischendurch reinschieben. Und jetzt können wir uns erstmal hier zwischen den fünf Rassen entscheiden, die jetzt nochmal jeweils auf zwei einzelne Rassen aufgeteilt sind. Und ich weiß noch nicht genau, was ich nehme. Ob wir uns so einen Elfen nehmen oder doch so ein Lalafell. Katzen. Ich glaube sogar, wir nehmen uns dieses Mal die hier. Wir können uns ja mal alle Frauen durchschauen. Hyoron sind die normalen Menschen. Sieht man eigentlich relativ auch. Und das sind. Ich glaube aber, wir nehmen uns dieses Mal die Mietquote. Ich weiß noch nicht genau. Dann sehen wir hier am Anfang die 1 Attribute Stärke, Geselligkeit, Konstitution, Intelligenz, Willenkraft und Frömmigkeit. Wobei ich sagen muss, Willenskraft geht dann eher auf einen Heiler, glaube ich, zurück. Und Int etc. Auf einen TD. Wir können uns ja die einzelnen angucken. Gehen wir auf Hyorane, die sind dann. Ja, Volksnamen. Die sind dann eher so aufgelegt auf. Es ist so eine ausgeglichene Klasse, finde ich eigentlich. Wobei die Hochländer dann schon wieder mehr auf Nahkampf gehen. Nein, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich gar nicht. Wie gesagt, wir bleiben einfach mal bei denen hier. Nehmen auch mal einen weiblichen Charakter. Und ich glaube, da nehme ich sogar eher die Mondstreuner. Weil ich will ja zwar keinen Heiler spielen, aber ich möchte sehr gerne einen DD spielen. So, hier haben wir dann etwa die Größe 1,56. Der geht maximal bis 1,60 und kleinste ist 1,50. Wir nehmen jetzt, wir bleiben mal ungefähr mittelgroß. Können so hinten noch die Hintergründe ändern. Ja, aber das ist ein bisschen klein. So, im Brustumfang können wir auch ändern. Groß, klein ist eigentlich scheißegal. Da bin ich so ehrlich. Dann ist fürs Let's Play egal. Die Hautfarbe lassen wir mal so. So, dann können wir die Schwanzform noch ändern. Wir sind natürlich ein Mädel, wir haben den kleinen buschigen Schwanz. Dann könnten wir sogar noch die Schwanzlänge ändern. Das ist aber eigentlich nur beim menschlichen Charakter sehr wichtig. beim männlichen Charakter. Menschlichen, oh mein Gott. Bei dem männlichen Charakter sehr wichtig. So, dann können wir das Gesicht ändern. Wir haben hier extrem viele Auswahlmöglichkeiten. Ich glaube sogar mehr als bei einigen anderen MMORPGs, aber es liegt halt daran, dass Final Fantasy dann doch ein bisschen extrem ausgefallen ist, finde ich so. So, hier haben wir Schleifchen im Handy, so ein Schleifenband. Wir nehmen mal das kleine Ding hier. Ich glaube, das passt doch ganz gut. Die Haarfarbe. Ja, ich glaube, wir könnten weiß mal lassen. Wir sind zwar nicht alt, aber da stand auch original. Ich weiß nicht, ob die alle irgendwie so weiße Farben haben, aber es sind ja Mondwesen. So, ansonsten können wir uns hier noch unsere Tattoos, mehr oder weniger sind es Tattoos, auswählen. Wir nehmen mal das und jetzt können wir noch die Gesichtskonturen ändern. Und da müsst ihr halt wirklich drauf entfernen. Das ist einfach nur hier der Halbmondbogen, der sich ändert. Und sonst nichts. Wir lassen einfach mal auf Typ 1. Es ist jetzt auch nicht so krass. So, dann können wir noch die Augenform ändern. Und da wir ja katzenartige Wesen sind, sollten wir da vielleicht doch so katzenartigere Augen. Ich finde die ganz ganz nett. Wobei die sind sogar noch höher gezogen. Dann nehmen wir lieber die. So, na gut, jetzt können wir die Iris noch verändern. Das sind eigentlich nur die Augen, klein, groß, klein. Klein für eine junge Dame ist, glaube ich, besser. So, dann können wir die Augenfarbe ändern. Wir können von
grün auf weiß und das sieht so geil aus, finde ich. Ich stehe eigentlich auf so, Moment, warum war es hier so? Auf so blaue Augen stehe ich. Da ich finde diese Augenfarbe ist einfach nur Hammer, aber ich finde zu den Mondkreaturen passen dann doch schon eher die. Jetzt können wir noch Augenbrauen zupfen. Wir nehmen mal ganz schmale. Keine Ahnung. Die Nase können wir auch noch verändern. Also es ist, wie gesagt, es ist viel, was wir hier verändern können. Aber ich bin dafür, nehmen so ein kleines Stupsnäschen. Die vier, den Mund kann man auch noch verändern ohne Ende. Ja, der ist okay. Die Lippenfarbe. Nein, das ist noch no go. Kann aber eine schwarze Lippenfarbe. Ja, eigentlich würde ja das passen, aber ich finde, das ist irgendwie zu krass. Wir bleiben mal beim Original schwarz. Ohrschmuck. Ach stimmt, wir haben ja die Ohren da oben. Oh mein Gott. Entweder auf beiden Seiten oder nur auf einer Seite. Ah, wir nehmen auf beiden Seiten. Die Ohrschmuckfarbe können wir dann auch noch verändern. Dann bleiben wir mal bei diesem... Was soll das eigentlich für eine Farbe sein? Es gab mal ein MMORPG, was ich gespielt habe. Ich finde die Narben cool. Ich glaube, das wird auch so. Wir nehmen nur die Narbe. War ja damals bei Final Fantasy 6. War es 6? Ne, 8, glaube ich. Wo wir in der Schule gespielt haben. Und ich komme jetzt leider nicht mehr auf den Namen des Hauptcharakters. Der hat ja auch so eine Narbe übers Auge. Ne, der hat ja eigentlich die Narbe hier so über die Nase. Aber ich finde das relativ cool. Dann können wir unser Mädel auch noch schminken, aber ganz ehrlich, weiß ich nicht, das ist nicht so. Aber wir packen uns einen kleinen süßen Chocobo auf die Wange. Können wir auch die Seite wechseln, ja. Dann haben wir da nämlich die Narbe und da den Chocobo. Und jetzt können wir sogar noch die Farbe des Merkmals ändern. Wobei, da müssten wir eigentlich Ohrschmuck, Lippenfarbe, wo haben wir denn? Ah, das kann man gar nicht ändern, okay. Ach, sieh mal, hier haben wir schon direkt die Narbe. Dann nehmen wir doch lieber das. Ja, komm, wir lassen so Farbe des Merkmals. Und die Stimme können wir jetzt sogar noch verändern. Und dann können wir einmal angry. Zumindest ist das Aussehen. Ich höre jetzt gerade nichts. Ja, doch, man muss schon sehr nah dran gehen, damit man es hört. Grafikfall, nee, das brauchen wir nicht. Wobei, da können wir eigentlich den Ton noch mal ein bisschen lauter drehen. So, Stimmen sind was höher gedreht. Vielleicht hören wir das dann. Ah, nee, man hört es immer noch nicht so richtig. Man muss schon genau hinhören. Aber ich bin ja ehrlich, das ist so... ist ein MMORPG. Da legt halt Square Enix extrem Wert drauf, dass man sowas auch noch hat. Dann wir nehmen einfach mal die 6. Hier nehmen die 5. 5. Und gehen weiter. Gut, der Name ist jetzt Einstellung speichern. Nein. So, dann können wir nämlich hier den erozanischen Kalender auswählen. Ich weiß noch nicht genau, was das hier irgendwie auf sich hat. So, wir nehmen den 21.01. Ist ja mein Geburtsdatum. Nehmen wir mal die Sonne im Lichtmond. Und dann haben wir noch verschiedene Götter. Wir bekommen halt Anfangselementare, die man zum Craften braucht. So, da wir uns aber... ja komm, sie ist die Göttin des Gletschers und des Kriegers und die Schutzgöttin Ishgards. Sie ist die Göttin des Mondes und der Liebe. Das passt ja schon wieder ein bisschen mehr. Er ist der Gott der Flüsse und der Weisheit und der Schutzgott Schalins, Göttin der Planeten des Schicksals, Göttin der Weltmeere und Seefahrer, Berge und Vagabunde, Bauwerk und Handwerker, Kometen und Zerstörung, Sonne und Rechts, Gott des Handels und der Unterwelt, Göttin des Brunnens und der Fruchtbarkeit und es gibt gar keinen, ich nehme den hier, komm, schuss auf.
Wir nehmen Menfina, sie ist die Göttin des Mondes und der Liebe. Ihr Element ist das Eis und der zweite Mond des Jahres steht unter ihrem Stern. Nach allgemeiner Auffassung ist sie Azymas Stiefschwester und Oshons Geliebte. Sie wird der Kunst oft als tückisches Hausmädchen mit einer runden Pfanne dargestellt. Ihr Symbol ist der Vollmond. So, dann können wir uns die Klasse aussuchen. Wie gesagt, ich habe mich ja schon für die Disziplin der Magier entschieden. Dann haben wir einmal einen Druiden, ist ein Heiler. Ja. Druiden verstehen es meisterhaft, ermattete Körper zu stärken und die Regeneration zu beschleunigen. Thaumaturgen sind Meister der Arkanmagie, mit der sie grässliche Wunden schlagen als ein schärferes Schwert. Oder die Hermetiker. Diese magischen Wesen sind den Hermetikern treue Gefährten. Was? Moment. Wir müssen bei denen leider ein bisschen was früher anfangen. Mit Hilfe rätselhafter Esamgramme, komplexe geometrische Muster, welche Hermetiker in ihren Grimoires aufzeichnen, können sie mächtige Zaubersprüche brechen und sogenannte Karfunkel herbeirufen. Diese magischen Wesen sind den Hermetikern treue Gefährten auf ihren abenteuerlichen Wegen durch Erosa. Erosia. Wir nehmen die Hermetiker. Da bin ich mal ganz gespannt. So, dann können wir uns hier einen Server ausruhen. Ich glaube, ich spiele mit meinen 4 Charakteren auf Licht. Und wenn ihr jemanden sehen solltet, der Flame heißt, mit Nachnamen, das soll, werden eigentlich meine Charaktere sein, weil meine Charaktere heißen großheimlich Flamer mit Nachnamen. Vielleicht gibt es noch andere. Ich weiß gar nicht, wie ich ihn nennen. Wir nennen sie einfach mal Cat. Ja, können wir nehmen. Cat. Mit einem Charakter beginnen. So, und jetzt kommt die extrem lange Einleitung, warum ich jetzt schon mal aufnehme. Und ich werde ein bisschen was vorlesen. Ich werde im Let's Play auch ein bisschen was vorlesen, aber nicht alles. Weil ich bin nicht so der hundertprozentige Stimmenversteller. Ich versuch's, gebe mein Bestes. Und ja, dann fangen wir gleich mal mit dem nächsten Video an, wenn es denn mal starten sollte. Der Ladescreen ist ein bisschen lang, muss ich so ehrlich zugeben. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber er ist auch relativ gleich vorbei. Relativ gleich, genau. Wird das noch was? Jetzt. Ich halte die Klappe. Hör hin, fühl es, denk nach. So, das war das synchronisierte Video. Ich wurde gerade in die Gemeinschaft, ich habe jetzt gerade mal eingenommen und das wird sich wahrscheinlich gleich erledigen, weil ich habe am Main-Char auch noch eine Gemeinschaft und da werden wir dann reingehen, sobald wir Mateur sind. Hey, hey!
Jetzt synchronisiere ich mal ein bisschen. Entschuldigung. Alles in Ordnung, Kindchen? Du stöhnst ja im Schlaf und schwitzt, dass man es nicht mehr ansehen kann. Seekrank siehst du mir nicht aus. Komm wohl vom Äther nicht zurecht, was? Achso, kommst wohl mit dem Äther nicht zurecht, hm? Tja, manche sind da empfindlicher als andere. Ist doch kein Wunder, wenn diese Linser in Ätheriten nach dem anderen hinklotzen. Aber Kopf hoch, du gewöhnst dich dran. Das Schiff schwankt heute aber auch gewaltig. Na, lass uns doch mal an Deck gehen und frische Luft schnappen. Das wird dir sicher gut tun, Kindchen. Bis Limsa ist es noch ein ganzes Stück. Plaudern wir doch ein bisschen, wenn du nichts dagegen hast. Die da sind nämlich nicht gerade die Gesprächigsten, wie du sicher gemerkt hast. Mein Name ist übrigens Brennan, fahrender Händler. Freut mich außerordentlich. Ja, wir sind also auf dem Schiff Richtung Limsa, unserer Startstadt. Und ja, wir haben schon mal Brennan kennengelernt, mit dem wir uns jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen unterhalten werden. Und dann halte ich die Klappe und weiter. Ah, diese salzige Brise. Und du bist wohl Abenteuerneuling, was? Sonst wärst du nicht so ausstaffiert. Natürlich. Haha, voll ins Schwarze. Ich hab's doch gleich gewusst. Der Ruf der Freiheit, Ruhm und Ehre, das wahre Leben. Solange du es verstehst, was? Solange du es hast, versteht sich, ist das, was? Ist ja kein Geheimnis, dass die meisten von euch draufgehen in Zeiten wie diesen. Und wie bist du aufs Abenteuer gekommen, wenn ich fragen darf? Ja, warum suchst du Abenteuer, um stärker zu deinem Ruhm oder Besitztümer, wir sind natürlich, um Ruhm zu erringen? Ruhm, jawohl. Oder hast du Ruhm gesagt? Da solltest du in Limsa fündig werden. Erfülle ein paar Aufgaben und du bist auf dem besten Weg zur Heldin. Wenn du angekommen bist, solltest du gleich in der Abenteurergilde vorbeischauen. Die zeigen dir, was du in Limsa anstellst, als Abenteurerin berühmt zu werden. Aber merk dir eins, es gibt Wichtigeres als Gil und Ehre. Klar, nicht ist umsonst. Aber der Tod kostet das Leben. Gil ist die Währung. Und jetzt geht's rund auf dem Schiff. Wow. Schiff Steuerbord voraus! Piraten! Sie segeln unter der Piratenflagge. Piraten, verdammt. Hey, ihr seid hier im Weg, unter Deck mit euch. Kurzes Röckchen haben wir an. Ja, und unter Deck geht es irgendwann wieder ruhiger. Ach, warum muss das Gesindel ausgerechnet unser Schiff ersuchen? Nicht mal unter Limsa-Flagge ist man hier noch sicher. Entwarnung, Leute. Und alles unter Kontrolle. Wir sind außer Kanonenreichweite und mit dieser steifen Brise in den Segeln holen sie uns sicher nicht mehr ein. Das war ja mal wieder verdammt knapp. Du hast aber auch die Ruhe weg. Dabei hättest du übel ausgehen können. Dass die Piraten abgedreht haben, bedeutet, dass wir nicht mehr weit vom Hafen weg sind. Los, lass uns nach Land Ausschau halten. Ja. Ist cool animiert, finde ich eigentlich. Das Schiff sieht auch relativ geil aus. Aber das ist halt Final Fantasy. Ist normal mittlerweile. Ist das eigentlich deine erste Reise nach Limsa? Yep.
Im Ernst? Wenn das so ist, dann lass dir mal von einem Ortskundigen erklären, was hier läuft. Limsa Lominsa verfügt über die stärkste Maride in ganz Erosea. Ist gar nicht so lang her, dass die Stadt in der Hand von Piraten war. Aber der neue Admiral hat ordentlich aufgeräumt, dass sie selbst vom Pack gehört haben. Was? Dass sie selbst zu dem Pack gehört hat, würdest du nicht glauben. Na, sonst würde sie auch nicht mit den Raubbeinen garantiert nicht fertig. Es gibt mehr Verbrechen und Unruhestifter hier als Schuppen an der Bartelle. Und dass die Piraten nicht gerne klein beigeben, hast du vorhin wohl gemerkt. Und nach Sahagin, die Küstenstriche unsicher machen, schon mal von den wilden Stamm gehört? Die sehen aus wie eine Art Drachenmolch und leben im Meer. Ah, endlich Land in Sicht. Sieh nach vorn, die Meeresmetropole Limsa Liminsa, geleitet von Lily Marleen, gesegnet mit den Schätzen der Seen und heimgesucht von ihren Ungeheuern. So, das war, glaube ich, die einzige Szene, wo wir halt wirklich mit diesem fahrenden Händler fahren. Also bisher, bis Level 30, habe ich den, glaube ich, noch nicht nochmal wieder gesehen. Muss ich sogar ehrlich sagen. Von daher, naja. Warte jetzt auch, Im Südwesten Eoseas liegt Wühlbrand, umspült von der Rotano-See. Hier ragt Limsa Lominsa empor. Heimathafen für Fischer, Piraten und Halsabschneider. Zahllose Inseln sind wie zu einer luftigen Takelage verbunden und über allem wacht Lümlen, die Göttin der Seeleute. Heute hat die salzige Brise jemand Besonderes in den sicheren Hafen getragen. Noch kennt diese Abenteurerin ihr bedeutendes Schicksal nicht. Hier trennen sich unsere Wege. Alles Glück der Welt, Kind. Es war mir ein Vergnügen. Ich muss auf dem Markt nach dem Rechten sehen. Und dann geht's gleich weiter. Keine Zeit zum Däumchen drehen. Hier, das gebe ich dir dafür, dass du vorhin meine moralische Stütze warst. Du hast immer noch nicht deinen Namen verraten. Na, aber viel wichtiger ist Folgendes. Dass du eine große Heldin wirst und ich dann allen erzählen kann, dass wir uns kennen. Na, wie klingt das? An welch fremde Gestade, durch welch tosenden Sturm wird die Reise sie führen? Hier beginnt sie, bis die See sie im Tod umfängt. Ja, das war das Intro zu Final Fantasy XIV, A Realm Reborn. Und, ja, ich hab gar nicht auf die Uhr geguckt, wann ich aufgenommen habe. Aber das wird schon ungefähr so ein gutes halbes Stündchen gewesen sein, das Intro alleine. Und jetzt könnt ihr euch vielleicht verstehen, das Intro kann man halt nicht abbrechen, man muss es sich wirklich angucken. Man kann es halt überspringen mit schnellerem Klicken, aber ansonsten muss man sich das halt komplett angucken. Und das war am Anfang ja das, was mich so ein bisschen genervt hat, aber man muss auch sagen, es ist hammergeil, dieses Intro.
Und wir schleichen jetzt hier ganz langsam durch Limsa, Lominsa. Oder Luminsa besser gesagt. Man muss das O ja betonen. Limsa, Luminsa. Du da! Ja, genau, du bist gemeint. Das hier ist mein Wartestrick, Mädchen. Lass mich mal sehen, was dieses Mal wieder für Treibgut angeschwemmt worden ist. Eine Abenteurerin, frisch vom Schiff und noch ganz wackelig auf den Beinen vom Seegang. Ganz neu in der Stadt, was? Dann hast du Glück, dass du Rüsflo, dem galantischen Helden der Gelbjacken, begegnet bist. Ich zeig dir den Weg durch all die verwirrenden Stege und Brücken. Mach schon. Die Stadt ist wirklich verdammt groß. Muss man schon sagen. So. Eine freie Gesellschaft beigetreten gibt erstmal vier irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Maus und Tastatur. Wir spielen mit Maus und Tastatur. Tipps brauchen wir nicht mehr. Weil die nerven einfach nur. So, das ist also Limsa Lominsa. Und das ist der Eteritz. Da kommen wir aber, wie gesagt, gleich zu. Ein bisschen kennen wir das ja schon. Karte kennen wir auch. Ich wollte nur mal gucken, ob ich hier irgendwo einen Briefkasten finde. Auf die Schnelle. Nö. So, da ist Rizflow, unser erster Questgeber, den wir dann aber in der nächsten Folge erst kennenlernen. Ich sage danke fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr bleibt dabei. Ich werde jetzt erstmal kurz meine neue oder meine alte Gilde aufsuchen. Und ja, für euch wird es dann morgen weitergehen.